So, und da sind wir wieder. Bei 7 Days to Die. Andi, das. Ich sehe nichts. Ich schon. Ich sehe alles. Hast du die Augen? Ich glaube, das ist einfach nur der Elefant von Sendung mit der dem Maus. Aus. Dumm mit der Maus. Sendung mit der Maus ist super. Was machst du gerade hier oben eigentlich noch? Gute Antwort. Ich lasse hier, ich baue halt das Metall ab. Ich auch. Ja. Aber weißt du was? Besseres Metall gefunden. Wenn die hier jetzt gleich alle hochkommen, das wäre toll. Am besten eine Horde. Tatsächlich, das Wort Horde im Kontext mit Zombies erinnert mich immer an Left 4 Dead. Ist kalt. Dann zieh dir was an. Soll mich eher ausziehen, glaube ich. Einfach nur, um produktiv zu sein, erstmal eine Wand einschlagen. No work and all play make us the dull boy. Wann kamen noch mehr die Spinnenzombies? Später. Haben wir die eigentlich je getroffen? Ich habe einen umgebracht, das weiß ich. Ich habe nie einen getroffen. Und wenn ich einen getroffen habe, dann hat er das nicht gezeigt. Ich weiß noch unsere erste Hütte. Das war gut. Es war eine schöne, gemütliche Hütte. Und dann kamen die einfach durch die Wand rein. Ja. Weil wir nicht wussten, dass das, was wir tun, überhaupt die anlockt. Ja. Und dann haben wir unser Leben dort oben bei den Treppen verbracht. Hat uns auch nichts geholfen. Ja. Einfach hier umbauen, damit das schneller hier rumgeht. Ja. Ping-Pong. Es wäre tatsächlich besser, wenn du den stehen lassen würdest. No. Doch, weil da jetzt nichts mehr ist. Hättest du den stehen gelassen? Pass auf. Hätten wir hier runter gekonnt.
will jetzt einfach nur noch die ganze Zeit das Ding zerstören hier. Das vor dir kaputt. Warum hast du so große Augen? Weil ich Drogen genommen habe. Okay, das bin natürlich auch. Hilfe? Darf ich auch? Gar keine. Oh. Langweilig. Was hast du hier von oben runterfallen lassen? Ein Keller. Eine Ketten, ein Keller. Ja, eine Kettenkeller. Was sind denn die ganzen Zombies hin? Das ist aber unser Bunker. Ich sehe übrigens, wie du durch die Wand leuchtest. Dann sollten die das ja auch sehen. Dieses fucking Labyrinth. Und Pan? Oder das von MC Escher? Kennt überhaupt noch jemand Ascher? Was? Ja. Dachte ich mir. Das ist die Art und Weise, wie man sich da hochbaut. Warum sind hier so viele kleine Steine? Oh, man kann gedrückt halten, dann kriegt man die auch alle. Siehst du das? Ja. Hui. King Kong Animation. King Kong. Ping Kong. Ink Kong. Ink Kong. Da hätten wir wenigstens hier ein bisschen Strom reinbringen können. Das ist ja nicht mal in meine Richtung. Kennst du das, wenn du gähnen musst und das dann wie ein Rülpser rauskommt? Nö. Wenn du einfach den Mund öffnest und dann kommt ein Rülpsgeräusch. Nee. Das ist mir passiert. Und dann habe ich einfach so getan, als hätte ich hätte ich mich verschluckt. Hat mir einer Wasser gereicht. Ah. Lifehack. Warum ich runtergehe? Keine Ahnung. Irgendwas, das größte Runtergehen der Welt versteckt. Dieses Runtergehen ist der Lift. Weil ich diesen Dingens hier zerstören will.
wenn ich den zerstöre, fällt ja alles um. Hoffenlos. Nee. Ja, aber dann ist unser ganzes Dingens weg, ne? Einfach nur unten alles wegbauen. Fällt ja nur das gesamte Dach über uns zusammen. Oder zumindest die Mitte davon. Oder das Teil. Dann haben wir hier mal ein bisschen Platz geschaffen. Ja. Jetzt können wir hier, keine Ahnung, eine Blitzschuhbahn bauen. Eine Blitzschuhbahn? Schlittschuhbahn. Ach so. Achtung, es ist eine Blitzschuhbahn. Problem, das wird halt noch oben festgehalten. Ja. Das ändert ja auch nichts, wenn wir da oben das wegmachen. Glaube ich. Ja. Jetzt muss ich mal an Big Dick Passoso aus Berserk denken. Big Dick Passoso? Ja. Warum? Was, warum? Ja. Warum wird der so genannt, oder? Big Dick Passoso? Ja, Big Dick Passoso. Das super, wenn du da gleich stehst und einfach runterfällst. Ja, ich auch. Oh boy. Goodbye. Ich habe überlebt. Ich auch. Oh boy. Aber ich brauche jetzt wirklich diese Schiene. Ich nicht, ich habe mir nicht mehr das Bein gebrochen. Dieses Geräusch. Ja. Ding, 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 ding. Jetzt, wenn wir oben aufs Dach gehen, das fällt einfach zusammen. Guck dir das mal an. Ja. Perfekt getimt, die Musik. Hör ich da ein? Das Wurzelhaus der Evolution. Das Wurzelhaus der Evolution. Ja. Ist die Wurzel der Evolution. Hör ich da unten wen? Was? Hör ich da unten wen? Würde mich nicht wundern. Dick, dick, was war das noch? Ja, da ist jemand. Ich will immer noch Takedowns. Schimmeliges Brot.
Genau das war da drin, nicht irgendwie Munition oder so. Was leuchtet da? Hast du das Ich gesehen? krieg was so. Der hat gerade was voll rot geleuchtet. Würdest du dich als eine Gedärmschwäche bezeichnen? Was? Ja. Bring mal eben das neue Essen dahin. Wohin soll? Waschmaschine. Nebenlänge. Metallgun. Wieso wundert dich das immer noch? Also wieso hat dich das gewundert, dass Österreicher deutsches Fernsehen empfangen? Weil das nicht normal ist. Das haben wir bis Wieso vor wollte das? kurzem ja auch nicht bei euch empfangen. Wo war Stern nochmal? Stein. Ja. Dort, wo auch alles reinkommt, was wir schmelzen. Okay. Tierloot-Taste war wo? Also Leder und so. Auch bei den Klamotten des Links. Okay. Warte, Felber, ich habe noch den Bauplan für den Raketenwerfer für dich. Ich lege ihn hier hin. Liegt ein Buch. Ja. Rakete Mun. Mach mal dort Feuer aus, weil da eh nichts gebraten wird gerade. Ich höre Zombies. Ja, ist aber über uns. Ja. Das hört sich an wie eine Horde. Ja. Hältst du davon, wenn wir heute mal drin bleiben? Ja. Wohin gehört die Tatpulver? Ich würde das schon unter Knarren Zeugs reintun, oder? Okay. Weil daraus mache ich mir ja nachher Schießpulver. Okay, stimmt da. Tierfett und Essen, meintest du? Tierfett kommt nicht unter Essen. Tierfett machst du in die Truhe in der Mitte hinter dir. Welche? Die Truhe in der Mitte hinter dir. Hinter mir ist jetzt hier. Hier, okay. Ich habe verstanden. Können wir jetzt mal weiter graben. Ja. Ich nehme noch ein bisschen ein Magazin für die Pistole mit, weil, ja. Jetzt weiß ich, warum die eine dort oben die ganze Zeit gegraben hat. Scheinbar der schnellste Weg hier rein. Weil das hört sich genau hier über dem Weg an.
Kannst du endlich schon eine Werkbank bauen? Obwohl, wir haben eine Werkbank. Ich habe eine gebaut. Ja, okay. Eine Linie. Der Julien. Was wollte ich denn nochmal mit einem Ding bauen? Mit einer Werkbank. Irgendwas, was man nur mit einer Werkbank bauen kann, vielleicht. Ja, aber was? Wer will was? Ich finde das super, wenn man einfach so leveln könnte, dass man niemals mehr Energie verliert. Dann rennst du einfach nur noch. Moment, man kann sich einen Pinsel bauen. Glaub schon. Ja, mit Animal halt. Ja, aber das ist lohnt sich doch nicht. Wir haben ja einen. Ja. Ach, hätte ich das früher gewusst. Dann hättest du es eh nicht gemacht. Oh. Ist jetzt gleich einfach alles rot bei uns im Raum. Apropos, wo ist der Pinsel? Glaub, ich hab den irgendwo hingetan. Ich immer noch. Ich meine, ich hab dir den doch einfach gegeben, oder nicht? Nee. Doch. Moment, das Ding gibt es mir, aber dann hast du ihn irgendwo hingelegt. Ich hab dir den, als du da unter dem Dingens warst, gegeben. Okay. Bei der Straße, da habe ich dir den reingeworfen. Huh. Als du da noch das Dach über dem Kopf hattest. Bevor ich losgezogen bin. Okay. Oder? Nicht, dass ich mich erinnern könnte. Doch klar, hab ich. Hier kann da nichts drin sein. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Ich habe ihn nicht irgendwo reingetan, weiß ich. Egal, ich habe mir jetzt einen gebaut. Wo haben wir die Farbe nochmal? Die Farbe ist, Oben auf glaube dem ich. Turm. Nee. Da war aber auch nochmal Farbe. Ich meine, ich hätte hier unten auch noch welche hingetan. Okay. Jetzt bin ich nicht unter Waffen. Wenn du sowieso hochgehst, kannst du ja mal die Zombies da oben beseitigen. Ja. Dann hole ich noch die restliche Pistolenmunition. Dürfte praktisch werden. Die ganzen Zombies beschäftigen, das ist einer. Ja. Es wurde auch plötzlich ruhig. Ja, siehst du mal, wie effizient ich bin. Ja, gar nicht. Der hat halt Ja. einfach sich dazu entschieden, dass er ruhig wird. Ah, ja. Hey, ja, boah, ja. Something is going on here. We're a part of the world at last. Ja, warum kann das nicht in Initial D sein? Hey, boy. Ja. Und dann irgendwas. Es ist safe, Sir. Das. Das hat sich I'm Hitler auch gonna. gedacht. I'm gonna step on the gas tonight. Ich glaube aber nicht, dass er draufgetreten ist. Na, ja, Hitler konnte Auto fahren, aber hatte, glaube ich, keinen Führerschein. Der Führer ohne Führerschein. Und nur mit einem Huhn. Ja.
Vor allem, als wenn das irgendwas aussagen würde bei jemandem, der Auto fährt. Boah, der kann jetzt nicht mehr so gut Auto fahren, weil der nicht mehr so die Balance hat. Sitzt er doch ganz Genau, ungemütlich. bei Menschen, bei männlichen Menschen funktionieren Hoden genauso wie die Schnurrhaare einer Katze. Die Schnurrhaare eines KZ. Was sollte ich hier von oben noch mitnehmen? Achso, ich sollte die Zombies umbringen, stimmt ja. Aber ich höre die auch schon nicht mehr, ne? Ja, ich habe sie umgebracht. Kannst ja die ganzen Waffenteile mitnehmen. So viel Platz habe ich auch nicht. Ich glaube, ich nehme mit, was ich nehmen kann. Wie lange habe ich noch die Lebensmittelvergiftung? Eine Lebenslarum Minute. Löffelstiel. Wer viel Scheiß, der wächst auf hier. Weisheiten des Lebens. Weisheiten von Kinder Schokobons. Von Lukas Terrell. Die gehören mir nicht. Ich nehme da kein Copyright dran. Das ist dann so irgendwie, das steht da im Kleingedruckten. Der Würfelvorschlag. Übrigens habe ich das kurz noch endlich mal bei Packungen entdeckt. Obwohl das bei euch gar nicht draufgeschrieben werden muss. Keine Ahnung, ob das so ist. Ich kenne mich mit dem Rechtssystem nicht aus. Ich finde es am besten halt einfach, das stand auf Wikipedia, glaube ich. Am besten steht es halt einfach, wenn der Serviervorschlag ist und dann siehst du da einfach nur, dass das genau dasselbe ist, wie als wenn du es aufmachst. Och Ja, nee, da ist ja ein Vorschlag, ey. das wollte ich gerade erwähnen, dass das vor kurzem mal bei einer Packung Sushi gestanden ist. Boah, das muss deutsches Sushi sein. Da war Sushi drauf, mit dem, und auf dem Bild drauf war das Sushi, das man auch durch die Plastikhülle gesehen hat. Der Wirrvorschlag. Teller nicht enthalten. Irgendwann baue ich mir auch eine Burg. Aber das bringt dir doch eh wieder nichts. Doch, es sieht schön aus. Nee. Kannst ja den Dijon Tower zu einer Burg umbauen. Das wäre ein minimal großer Burgfried. Sollen wir den Dijon Tower vielleicht mal zu Fall bringen? Ja. Aber nicht den hier. Okay. Ich habe ja noch eine andere Stadt, die ist direkt über den Hügel rüber und dort können wir den wegmachen. Okay. Du hast ja noch so einen Tor. Naja, der gehört dir. Weil hier, da wird das schon Sinn machen, weil ja, Tag 30 wird ja wieder nachgefüllt. Oder 30 Tage nachdem wir da drin waren. Ja. Also würde ich den hier schon behalten, wenn er schon so nah ist. Willst du hier etwa ein Tunnelsystem aufbauen? Vielleicht. Mit mehreren Tunneln, die in andere Tunnel reinführen. Vielleicht. Bist du ein Arschloch? Ja. Vielleicht. Wahrscheinlich. Haben gerade 50 Dingens. 50 nach. Pokémon. Ich wollte jetzt eigentlich die Folge wieder wechseln. Okay. Gut, dann würde ich mal sagen, das wäre es für diese Folge. Wir sehen uns zur nächsten Folge. Ciao. 150 Pokémon, das sind wirklich viele.